Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video dreht sich alles rund ums Thema Mundduschen und auch die Philips Airfloss. Also bleibt dran! Ja, nachdem ich so viel von Zahnseide erzählt habe und da einige Videos drüber gemacht habe und auch immer gesagt habe, es kommen noch Videos zu Interdentalbürsten. Das ist auch nach wie vor noch geplant, keine Sorge. Aber daraufhin habe ich sehr, sehr viele Anfragen auch zum Thema Mundduschen bekommen und zur Airfloss. Und ich wurde sehr, sehr oft gefragt, was ich denn davon halte. Und das möchte ich euch in diesem Video erklären. Tja, die Frage ist nun, sind Mundduschen sinnvoll? Ja, Mundduschen sind sinnvoll. Für den Hersteller auf jeden Fall. Für euch eigentlich nicht. Ich kann euch sagen, was Mundduschen bringen. Mundduschen bringen genau das. Na gut, vielleicht habe ich ein kleines bisschen übertrieben. Mundduschen, also der Strahl von der Munddusche, hat schon einen etwas stärkeren Druck, als wenn man den Mund nur mit Wasser spült. Aber das Prinzip ist das gleiche. Sowohl mit dem Schluck Wasser im Mund, mit dem ich gespült habe, als auch mit einer Munddusche, werden nur Speisereste, grobe Speisereste aus den Zahnzwischenräumen hinausgespült. Eine Munddusche ist nicht in der Lage, Plaque zu entfernen. Es funktioniert einfach nicht. Der Druck reicht dafür nicht aus. Also die mechanische Wirkung, die mechanische Reinigungskraft der Munddusche ist nicht groß genug, um Plaque zu entfernen. Das heißt mit anderen Worten, eine Munddusche macht für euch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es gibt eine Ausnahme. Nämlich dann, wenn ihr aufgrund von Krankheit oder Alter nicht in der Lage seid, also manuell nicht in der Lage seid, Zahnseide oder Interdentalbürstchen zu benutzen. Dann ist eine Munddusche besser als gar nichts. In allen anderen Fällen würde ich euch von dem Kauf einer Munddusche abraten, weil es einfach nichts bringt. Ihr kommt im Endeffekt nicht drum herum, Zahnseide zu benutzen. Und wenn ihr es nicht könnt, was ich auch verstehen kann, weil Zahnseide ist wirklich nicht so einfach zu benutzen, vor allem wenn man es nicht als Kind gelernt hat. Das später noch zu lernen ist wirklich nicht so einfach, aber ihr werdet nicht drum herum kommen. Also versucht es wirklich. Zahnseide und Interdentalbürstchen sind einfach das A und O für die Zahnzwischenraumpflege. Und Mundduschen müsst ihr wirklich nicht kaufen. Es bringt einfach nichts. Im besten Fall können sie euch nicht schaden. Im schlimmsten Fall können sie Bakterien und Speisereste, wenn ihr Zahnfleischtaschen habt, sogar noch tiefer in die Taschen hineindrücken, was wiederum die Zahnfleischentzündung oder die Parodontitis verschlimmern könnte. Es muss nicht sein, aber es könnte passieren. Und wie gesagt, im besten Fall schadet es euch nichts, bringt aber auch nichts, außer wie gesagt, die groben Speisereste zu entfernen. Dann habt ihr mich noch gefragt, was ich von der Airfloss halte. Die Airfloss ist keine Munddusche in dem Sinne, aber ich würde sie schon dazu zählen, also eine revolutionierte Munddusche sozusagen. Bei dieser Airfloss ist es so, dass ihr füllt dort Wasser rein, ihr habt da einen Wassertank, dort kommt Wasser rein und dann drückt ihr hier oben auf den Knopf, ihr müsst das in euren Zahnzwischenraum halten und während ihr das dort in den Zahnzwischenraum haltet, drückt ihr den Knopf und dann kommt vorne Wasser rausgeschossen. Ich zeige euch das einmal, also ihr schaltet die hier an, dann drückt ihr drauf und dann schießt da Wasser raus. Ich zeige euch das nochmal. Und so geht ihr dann von jedem Zahnzwischenraum in den nächsten, schießt immer einmal das Wasser dadurch und das soll den Zahnzwischenraum reinigen. Und ich will gar nicht mal abstreiten, dass es die Plaque vor allem im äußeren Bereich, also zur Wange hin, wenn ihr es dort anhaltet, entfernt. Das funktioniert schon. Ich bezweifle aber, dass dieser Strahl richtig durchgeht. Also wirklich in den Zahnzwischenraum und auf der anderen Seite wieder rauskommen, weil normalerweise ist da euer Zahnfleisch. Wenn ihr noch keine Parodontitis habt und euer Zahnfleisch sich noch nicht zurückgezogen hat, ist dieser Zahnzwischenraum mit Zahnfleisch aufgefüllt und in dem Moment, wo ihr drauf drückt und dieser Strahl da durchgeht, passiert nichts anderes, als dass ihr diesen Strahl
auf euer Zahnfleisch draufhämmert. Also das ist richtig so ein Geschoss eigentlich auf euer Zahnfleisch und langfristig wird sich euer Zahnfleisch zurückziehen. Also auch davon würde ich euch abraten. Ich weiß, dass einige das empfehlen und ich weiß auch, dass es für viele vielleicht angenehm ist, weil die Handhabung so leicht ist. Aber auch das kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Und ich kann nur noch mal betonen, lernt den Umgang mit Zahnseide und auch Interdentalbürstchen. Dazu, wie gesagt, mache ich noch mal ein gesondertes Video. Aber auch diese Airfloss kann ich euch leider nicht empfehlen. Ich habe die damals als Werbegeschenk bekommen. Das war so ein unverkäufliches Muster. Und da war ich noch Studentin, so lange habe ich das. Ich habe es tatsächlich noch aufgehoben. Ich war ganz überrascht, aber immerhin hat es heute noch einen Zweck gefunden, dass ich es all die Jahre aufgehoben habe und noch nicht weggeschmissen habe. Ich hätte es mir niemals gekauft. Ich habe es damals ausprobiert. Ich fand es echt nicht gut. Und ich habe es tatsächlich heute, bevor ich das Video angefangen habe, nochmal ausprobiert, weil ich es aus heutiger Sicht, mit meinem heutigen Wissensstand einfach nochmal selbst testen wollte und meine eigene Erfahrung damit machen wollte. Ich habe es ausprobiert auf der rechten Seite. Weiter wollte ich nicht machen, weil das ziemlich weh tat am Zahnfleisch. Also ich merke es teilweise an einigen Zahnzwischenräumen immer noch mein Zahnfleisch. Und es ist mittlerweile gute 3 Stunden her. Also auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich würde es nicht benutzen. Ich werde es auch nicht benutzen und ich kann es auch euch nicht empfehlen. Und zum Schluss nochmal ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr mit Zahnseide nicht zurechtkommt. Mein Tipp Nummer 1, probiert verschiedene Hersteller aus und von dem jeweiligen Hersteller verschiedene unterschiedliche Zahnseiden. Die haben ja meistens nicht nur eine, sondern mehrere. Probiert euch wirklich durch. Also ganz, ganz viele verschiedene ausprobieren, bis ihr die gefunden habt, mit der ihr am besten zurechtkommt. Selbst ich als Zahnärztin mag nicht jede Zahnseide benutzen. Auch ich habe meine Lieblingszahnseide. Mein Tipp Nummer 2, probiert erstmal gewachste Zahnseide aus, weil gewachste Zahnseide gleitet deutlich leichter durch den Zahnzwischenraum, also über den Kontaktpunkt hinaus, in den Zahnzwischenraum als ungewachste Zahnseide. Also lieber gewachste Zahnseide verwenden. Und mein dritter Tipp, falls ihr mit loser Zahnseide überhaupt nicht zurechtkommt, weil ihr vielleicht ja, große Finger habt oder einen kleinen Mund habt oder euch das zu unhandlich ist, probiert diese Zahnseide-Sticks. Und da insbesondere, es gibt ja, das ist der normale Zahnseide-Stick, den gibt es von ganz vielen verschiedenen Firmen. Und meine Empfehlung ist, probiert auch mal die von Boutonniere. Dentec heißt die Firma. Und das ist einer speziell für Backenzähne. Der ist nach vorne gebogen, wohingegen alle anderen so seitlich gebogen sind. Das heißt, diese normalen müsst ihr immer von der Seite verwenden und den von Dentec für die Backenzähne könnt ihr von vorne verwenden. Und ich glaube, das ist noch mal ein bisschen einfacher für euch. Und so eine Art von Zahnseidestick habe ich aber nur von Dentec bei Boutonniere gefunden oder eben bei Amazon. Ich verlinke euch die einmal unten. Also das wäre mein dritter Tipp, Zahnseidesticks und speziell auch die von Dentec, die man von vorne verwenden kann. Ja, dann hoffe ich, dass euch auch dieses Video gefallen hat und dass ich euch helfen konnte, dass ihr ein paar Tipps mitnehmen konntet. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, ich würde mich riesig freuen. Und schreibt mir bitte auch mal unten in die Kommentare, wie ihr das Video findet, ob es euch geholfen hat und ob ihr vielleicht jetzt besser mit Zahnseide zurechtkommt. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr immer über neue Videos informiert werdet. Ich habe noch ganz, ganz viele Themen offen, was ich alles mit euch besprechen möchte. Also bleibt auf dem Laufenden und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.